Hättest du gern ein Produkt, das du überall verwenden kannst, also im Badezimmer, in der Küche, im ganzen Haushalt und sogar im Erste-Hilfe-Kasten? Etwas, das du einerseits zum Reinigen verwenden kannst, also vielleicht auch als Rauchspray, zum Luftreinigen oder genauso, um Pickel zum Beispiel zu bekämpfen oder bei Halsweh zu verwenden, genauso um dich vor Grippen zu schützen und dein Immunsystem zu stärken, für Massagen, bei Kopfweh, bei Insektenstichen, als Mundspülung sogar oder Zahnpasta. Und dann bist du genau richtig, weil heute zeige ich dir ein Produkt, das genau das alles kann. Ganz wichtig ist es bei den Zutaten, es sind lauter Öle, dass du Öle von therapeutischem Grad verwendest. Das heißt, dass du nicht ein Parfümöl verwendest und auch nicht einmal eins, wo Bio draufsteht, sondern wirklich eines, das 100% ätherisch ist. Und wenn du dir nicht sicher bist, dann ruf einfach beim Hersteller an oder schreibe dir eine E-Mail und frag nach, ob du das auch einnehmen könntest. Weil darum geht es, dass du dieses Öl dann auch innerlich verwenden kannst. Und jetzt mische ich die ganzen Öle zusammen. Das erste Öl für diese Mischung ist Nelkenöl. Es stärkt das Immunsystem, killt Parasiten und ist wärmend. Die zweite Zutat ist Zitronenöl. Das ist entgiftend, antiseptisch, hilft bei der Bildung der weißen Blutkörperchen und unterstützt dein Lymphsystem. Die dritte Zutat ist Zimtöl. Zimtöl ist antiseptisch, antibakteriell, antiviral und auch wärmend. Außerdem riecht es wunderbar. Ganz wichtig ist da, dass du Zimtöl von der Rinde verwendest und nicht Zimtöl von den Blättern. Da gibt es zwei Sorten, steht aber auf dem Fläschchen immer schön drauf. Also lies es dir gut durch und nimm nicht nur etwas, wo halt der Zimt steht und schnappt und du bist schon unterwegs und dann kommst du später drauf, dass du da die falsche Sorte hast, weil nur das Öl von der Zimtrinde essbar ist, das von den Blättern nicht. Das wäre ja blöd, wenn du dann das Falsche erwischt hast. Vierte Zutat ist Eukalyptusöl, auch das ist antibakteriell. Und fünfte und letzte Zutat ist Rosmarin. Rosmarin wirkt belebend, stärkt den Blutkreislauf, ist also sehr gut bei Rheuma, unterstützt auch die Leber und deine Verdauung. Das ist also das fertige Diebeöl. Um mich herum duftet es wunderbar. Ich hoffe, du machst es nach, weil es riecht so sensationell gut. Allein schon deswegen ist es das wert. Herrlich. Wichtig ist, dass du, wie gesagt, hochwertige Öle verwendest. Wenn du keine bekommen kannst, dann warte lieber, bis du welche zur Verfügung hast oder bestell dir welche online. Das zahlt sich wirklich aus, weil wenn du das auf der Haut aufträgst, dann kann das zu Irritationen führen oder wenn du es sogar intern nimmst, also schluckst, dann und das keine gute Qualität ist, dann könnte es dir auch gar nicht wohl gehen dabei. Also bitte schau auf hochwertige Produkte hier. Außerdem, weil ich gerade davon spreche, wenn du es auf die Haut aufträgst oder eben intern verwenden möchtest, dass du es verdünnst. Ja, also nicht direkt gleich Tropfen in den Mund, da wird es ja die Mundschleimhaut verbrennen oder auch auf der Haut, wenn du, vor allem wenn man da empfindlich ist, kann das eigentlich sehr weh tun. Also immer gut verdünnen, zum Beispiel mit einem Sonnenblumenkernöl. Es gibt auch besondere Öle, die eben genau dafür geeignet sind, dass man ätherische Öle damit mischt. Da findest du im Fachhandel genau die richtigen. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lass es mich wissen und klick den Like-Button unterhalb.
und kommentiere auch gleich, was du mit dem Öl anstellen möchtest, wie du es am liebsten verwenden möchtest. Wenn du mir eine Riesenfreude machen willst, dann teile diesen Clip mit all deinen Freunden auf Facebook und Twitter. Und wenn du mehr meiner Videos sehen willst, dann abonniere meinen Kanal. Wenn du Ideen hast, was ich als nächstes machen könnte, schreib mir ein Mail oder auch kommentiere auch unterhalb. Und wenn du Infos willst, die ich nur in meinen E-Mails teile, dann komm rüber auf rotopia.com und melde dich für den Newsletter an. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, dass du einen wunderbaren Tag und wir sehen uns beim nächsten Mal bei Rotopia. Ciao!